Willkommen zurück zu The Last of Us Part 2 mit mir und Dre. Na? Shit. Was? Wo? Ich hab's auch gehört, aber wo war das? Ach, da hinten. Ah, guck mal, dieses Lauschen, das muss man mal öfter benutzen. Ich glaub, im ersten Teil habe ich es, glaube ich, so gut wie nie benutzt. Das macht nur Loops. Oh Gott, das sind ein paar. Wo guckst du hin? Von mir weg, okay. Aber jetzt guckst du zu mir hin, okay. Kriege ich eigentlich irgendwie ein Signal, dass sie mich sehen können oder so? Ich bin sehr nah, mein Freund. Ich bin so ein bisschen verwundert, dass das richtige Zombies gerade sind. Es ist jetzt schon ein paar Tage her, dass ich den ersten zuletzt gespielt habe. Aber waren das da auch richtig Zombies? Die waren eigentlich, die hatten eigentlich immer so Pilze aus dem Kopf wachsen und so. Na gut. Aber ja gut, da gab es ja auch unterschiedliche, ne? Es gab ja die richtig, die richtigen Pilzköpfe. Waren das hießen die Klicker? Oder hießen die generell Klicker? Irgendwie hat man das gesehen. Oh, ich habe ein bisschen was geändert am Sound. Vielleicht fällt euch das auf. Vielleicht ist das Rauschen weg. Also vielleicht klingt es besser, vielleicht klingt es aber auch noch mal schlechter. Ich hoffe, es klingt besser. Oh, das war, glaube ich, knapp. Das war, glaube ich, ganz schön knapp. Schnell. Okay, hat noch geklappt, glaube ich. Genau, ich habe jetzt so einen Rauschfilter angemacht. Ich hatte den schon mal, aber hatte dann das Gefühl, dass der Sound irgendwie scheiße klang danach. Aber mal gucken, vielleicht. Entweder ist es besser oder schlechter, ich werde es am Ende der Folge wissen und in der nächsten geändert haben, wenn es dementsprechend. Das ist alles so, ich habe nie so richtig feste Settings. Deswegen ist das immer so ein bisschen schwierig. Mir ist jetzt gerade aufgefallen, dass ich die Munition überdecke mit meinem Bild. Aber das ist, glaube ich, nicht so schlimm, oder? Nur ich höre jetzt im Hintergrund so ein fieses Rauschen. Ein Dröhnen, ein Brummen. Wenn ihr das nicht hört, super. Wenn doch, kümmere ich mich nächste Folge drum. Come on. This way. Right behind you. Okay, ich bin mir noch nicht sicher, wie gut ich das finde, dass wir hier die ganze Zeit die Charaktere wechseln. Do you miss being with him? With Jesse? No. Joel. We've been together for so long. So. Look, Jesse's great. I love his parents. They will always be family, but we were just on autopilot. Hey, how come we never talked about this stuff? I don't know. It didn't feel... You never really talked to me about Kat. Yeah, because there isn't much to talk about. Yow. I got the impression that you didn't really like her. I don't care about her one way or the other. Okay. No, I think she's a talented artist. I've grown to like that tattoo of yours. Well, that's so big of you. And I think she wasn't right for you. Interesting. Shut up. Okay. Shimmer up here. Aber muss ich nicht. Ich kann Shimmer auch nach Hause schicken, wenn ich will. Hey. You want to see something spectacular? You're gonna point at your face, aren't you? Nothing is that spectacular. Oh, brother. Come on, stupid. Spektakulär ist auch ein Wort, was man nicht so häufig benutzt, ne? Wo sind wir hier? Was ist das? Ich guck mich ein bisschen um, okay? Kannst mir gleich dein Gesicht zeigen. Da, siehst du ein Spinn, siehst du. Schon hat sich's gelohnt.
Ja, nice. Moment, ist die Waffe. Ich kann die Waffe gar nicht auswählen. Taschenlampe? Mhm. War da was? Nee. Okay. Ein Schuss. Hey, it's this way. Ich erinnere mich langsam wieder, dass ein Schuss manchmal schon sich gut angefühlt hat, dass man einen mehr hatte. Krass. Ist so absurd. Es ist 2020 und ich freue mich darüber, dass der Spiegel funktioniert. Ich habe neulich, was war das, Prey gespielt. Von 2004 oder 2006 oder so. Da hat der Spiegel, haben die Spiegel auch schon funktioniert. Aber irgendwie dazwischen gibt es Spiele, die können das einfach nicht. Das ist so merkwürdig. Na, Dina, dann erzähl mal, was los ist. What do you think of this view, huh? It's pretty nice. Yeah, this route has its perks. Where do we sign in? Come on. Fuck. Who do you used to do this route with? Jesse? Eugene. Right. Ah, oh, Eugene. Man, he was funny. Oh yeah. Okay, wenn er lustig war, muss ich mir seinen Namen vermutlich Plus, nicht merken. He taught me about rewiring electronics and stuff. May we all be that sharp 73. May we all make it to 73. 73 Jahre alt, das ist aber schon sehr alt in dem Spiel hier, glaube ich. Okay, wieso ist das jetzt nix? Immer gucken, vielleicht liegen da irgendwelche Health Packs drin oder irgendwas. You never know. Sign us in. Chris? What was this place? It used to be a radio tower. Ah, damn it, couch. Okay. Online crafting material. Ich kann meine Waffen verbessern damit? Okay, ja, okay. Dann nehme ich das. Eine Blumenvase. Oh, ich kann die jetzt so. Hey, I'm gonna guess this bong was Eugene's. Huh? It's mine. He gave it to me. Hey, do you have any on you, actually? Oh, I wish. Eugene always had some on him. Hä, wieso Gras? Man packt doch kein Gras in eine Blumenvase. Das verstehe ich nicht. Naja, das ist halt, spielt halt in der Zukunft, ne? Vielleicht haben die da andere Methoden, man weiß es ja nicht. Hier, Kaffee! Kaffee! Oh, ich habe auch noch Kaffee. Mal gleich in der nächsten Cutscene werde ich mir nochmal einen schönen Kaffee reindrücken. Hier. Oh, Oktober 2013. Das heißt, 2013 ist die Scheiße, hat die Scheiße den Ventilator getroffen, wie man so schön auf Französisch sagt. Ja, wenn wir Waffen haben, wieso kann ich sie dann nicht auswählen? 4 Jahre später, also spielt das jetzt 2017? Nee. Was steht da alles? Achso, ich kann sogar lesen, guck mal. Dina, Eugene, alles okay. Die Dina, Eugene haben ein Wildpferd gefunden, das im Eis fest saß. Rausgeholt, bringen es ins Lager. Wir lassen den nächsten Pfosten, den nächsten Posten aus. Die. Dina, Eugene, alles okay, die. Jesse, Astrid, ein Klicker im Keller von 2358 Mountain View erledigt. Gott, was ist das alles? Greg, Bonnie, tote Ziege beim Sunny Days Seniorenheim. Drinnen 3 Runner gefunden, erledigt. Dina, Eugene, ein Runner an der Hauptstraße, erledigt. Greg, Bonnie, alles okay, der Schnee ist ziemlich heftig, werden heute Nacht hier campen. Jesse, William, alles okay. W, dann gehen wir nochmal hoch. Dina, Eugene, 3 Runner in der, was? In den Vororten erledigt, sonst alles okay.
Toten Hirsch vorm Turm gefunden, sieht angenagt aus, aber keinen Infizierten. Alles okay, heftiger Regen, Fluss ist über die Ufer getreten, wir lagern heute Nacht hier. Morgen früh geht's zurück. Alles okay, wir haben Fußspuren gesehen, sind ihnen zu einem kleinen Lager gefolgt. Zwei Erwachsene und ein Kind, die ärztliche Hilfe brauchen. Wir lassen den nächsten Posten aus und bringen sie in die Stadt. Alles okay, alles okay. Zwei Klicker bei der Tankstelle erledigt, sonst alles okay. Alles okay, alles okay. Alles okay, alles okay, alles okay. Come here. Kommt jetzt das Spektakuläre oder war die Aussicht gerade das Spektakuläre? Ich habe da kurz nicht hingesehen. Town up ahead's our last stop. Take a look. Nee, warte mal, muss ja keine Cutscene. Ich habe ja so ein bisschen das Gefühl. There's a ski lodge. Ja, genau. That's the one on Tommy and Joel's route. That's the one. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass uns... Jetzt habe ich ihren Namen schon vergessen. Dana. Dana? I see... strip mall? Oh, with the supermarket? No, town's past that. There's the town. With the big tower thing? Yep, that's where the next lookout is. Ich habe die Vermutung, dass wir ihr gleich über den Weg laufen werden. I can see a storm. Gonna have some good sledding tomorrow. Mhm. Good sledding. Ja, ja, Schlitten fahren, alles klar. Gut. Let's get back to the horses. Dann sind wir jetzt quasi die Patrouille. Wir checken einfach nur, ob alles cool ist. Alles klar. Können wir die Blumenvase mitnehmen? Die sah schick aus. Question. Were you wearing those same clothes yesterday? They're clean. No judgment. It's patrol, you know. We're here to kill infected, not to look fancy. Still look nice. Thank you. Packert die mich an? Kommst du nicht mit? Wett. Achso. Direkt Panik hier. Wäre mal gespannt, wie oft ich mich noch erschrecken werde. Hey, Japan. Durch Silent Hill bin ich jetzt ja ein bisschen abgehärtet. Nicht wirklich. Aber mal gucken. Oh, come on. Okay. Okay, ich krieg dich darüber gesteuert. Gar kein Problem. Gas und... Kühort? I think we should go out like Eugene. From a stroke? No. From old age. Like, living a long life. You? No way. Come on. You're way too reckless. Oh, look who's talking. You'll probably die from hypothermia from wearing canvas sneakers in the snow. I am wearing boots today. You know how you're gonna die? Let me guess. You're gonna kill me? Oh, das Eis ging kaputt. Did I ruin your punchline? No. Maybe. Fuck you. Fuck you. Sorry. Allein deswegen spiele ich schon gerne auf Englisch. Weil sie nicht leck mich sagen, sondern fuck you. Ich finde das so hey, geil. Hey, should we check these houses out? Seems quiet, but we can if you want. I bet they still got supplies. Ja, dann gucken wir doch nach. Ich finde fuck you oder fuck ist einfach so ein universelles, schönes Wort zum Schimpfen, zum Fluchen, zum Ausdruck zu bringen, what do you know about this place? Dass man was nicht cool findet. Just another evacuated neighborhood. Infected almost never make it out this far. We usually catch him on the outer perimeter. What are you doing tonight? Arbeiten. I was thinking of inviting Joel to watch a movie. Okay, also ist sie noch cool mit Joel. Oh. Das ist doch schön. You guys good? Ein Dingsbums. Yeah. Wer ist das? Wunschzettel oder was?
lieber Weihnachtsmann, ich war dieses Jahr ganz brav. Kann ich bitte einen großen Hund haben? Er soll meinen Papa beschützen, wenn er für uns Essen holt. Und er kann auch unser Haus vor den Monstern beschützen. Und er kann mein Freund sein, wenn mein Papa sich im Schlafzimmer einschließt. So sollte sie aussehen. Kannst du mir auch eine Waffe bringen? Ich glaube, wenn ich stärker wäre, wäre mein Papa fröhlicher. Vielen Dank, Eric. What? What movie are you guys gonna watch? What's Joel into? It's Alien. Curtis and Viper 2. That's the one that's been on my radar for a while. Oh, wow. Well, we used to watch these cheesy 80s action movies. He's really into them. Ja, wer denn nicht? Oh, no. I actually really like them too. Ja, schon ist sie sympathischer. What about you? What are you doing later? Some people were talking about sneaking out. Going sledding. That sounds fun. Yeah. You wanna meet up after? Quatsch mich mal jetzt nicht voll. Okay. Ach du Scheiße. Maybe I'll play guitar for you. Okay. Okay. What's Curtis and Viper 2 about? Buddy, ich kann hier doch nicht. Okay, so two former commandos that go rogue to fight bad guys. And I think in this one, they go up against Russian spies or something. I'm more interested in this than I thought I would be. All right, so the young one, Viper, he's a trained ninja. And he's a complete badass. So how old is he in the first movie? 10. Wait, how many movies did they make of this? I think they made 4? Jeez. Joel actually saw the last one in the theater. Isn't that crazy? Yes. You think anybody out there is still making movies? No, hopefully. Has to be. How do you know? I mean, what if they're all just like us? Just surviving day to day. Well, I write new music, so someone had a camera. Wait, hold up. There are original Ellie songs? Why haven't you played any for me? Well, I don't know. Come on. Will you play one for me? Tonight? I'll think about it. Oh. These trailers are neat. Hey, der Steine-Tassen. Nice little portable home. You think people really traveled a lot in these things? Oh, wouldn't you? Nein. I mean, if I'd lived pre-outbreak, yeah, I'd go see the whole country. Or travel to another country. Maybe one day we will. Keep dreaming. Jesse talked a lot about going to Canada. He said there's these, like, giant waterfalls out there he wanted to see. Really? He's such a hardcore Jackson guy. Okay, wir müssen echt diese komischen Pillen überall sammeln, alles klar. Na ja, gut. Aber es ist krass, oder? Man hätte hier auch einfach vorbeireiten können. Also sie lassen einem die Wahl, ob man sich das hier alles angucken möchte. Was? Playing Cards? Was für ein Ding? Tests? Ooh, I don't have this one. Isn't it one of those superhero cards you're all into? Oh, yeah. Echter Name unbekannt, Intelligenz 80, Muskelkraft 60, Zugehörigkeit Society of Champions. Dieses mysteriöse, transdimensionale Wesen war eines Tages einfach da. Und niemand weiß, woher oder wann es gekommen ist. Seine Fähigkeit, sich nach Belieben in vierdimensionalen Raum zu bewegen, hat schon viele Kämpfe entschieden, wobei ihn der Einsatz dieser Kraft schwach und wehrlos wie ein Neugeborenes zurücklässt. Der Spitzname Tesseract stammt von der Society of Champions, da das Wesen behauptet, keinen Namen zu haben. Es wird allerdings vermutet, dass Tesseract seine wahre Identität einfach nur für sich behalten will. Und er ist neutral. Okay. Wir werden eine ganze Menge sammeln können. Ich werde wahrscheinlich nach diesem Let's Play nochmal alles mit dem Guide ablaufen und den ganzen Kram einsammeln. Für die Trophäen! Hey, Trophäen! Cool. Oh shit, die Folge ist schon wieder zu Ende. Das kann nicht wahr sein. Was? Ja gut, dann bleibt mir nicht viel anderes zu sagen, als vielen Dank fürs Zusehen. Wenn es gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, das würde mich sehr freuen, hilft dem Kanal, hilft meinem Ego. Und ja, dann
schauen wir uns das nächste Mal weiter um. Krass, das gibt's ja gar nicht. Ey, 20 Minuten sind einfach viel zu kurz. Eine mache ich heute noch. Und dann muss ich zur Arbeit. Nutzt alles nix. Gut, wieder schon reingehauen. Ihr merkt, ich will nicht aufhören. Wieder schon reingehauen. Macht's gut. Ciao.